Was, wie gesagt, zum Charakter Aladdin halt wirklich, wirklich doof ist, weil eigentlich ist der Charakter halt dafür bekannt, dass er Köpfchen hat. Wie gerade schon erwähnt. Vor allem, weil er bis auf sein Köpfchen nicht wirklich viel hat. Und wer die Aladdin-Serie gesehen hat, weiß, so kampflastig war die nicht wirklich. Er ist eigentlich immer wieder abgehauen. Habe ich übrigens sehr gefeiert. Der ein oder andere von euch hatte nämlich auch schon mal seinen Lieblingsbösewicht aus der Aladdin, aus dem Aladdin-Universum in die Kommentare geschrieben. Und irgendjemand hatte Mechanicless, hieß der, glaube ich, erwähnt. Sehr, sehr cool. Ich bin übrigens immer noch nicht auf den Typen gekommen, wie er hieß. Der Kleine hier mit dem langen Lulatsch. Und was ist hier jetzt? Hier ist ja gar nichts. Muss ich irgendwie mit den Spinnennetzen nach oben oder was? Hoppala. Jetzt quälen sie mich hier mit Jump-and-Run-Passagen. Das geht nicht mehr. Oh, jetzt macht ihr euch richtig beliebt bei mir. Sind wir jetzt auf der anderen Seite oder sind wir wieder am Anfang? Nee, ist immer sehr, sehr schwer hier zu beurteilen. Ich würde aber mal sagen, wir sind am... Nee? Gehen wir einfach mal durch. Wir werden es ja sehen, ob wir da wieder rauskommen, wo wir reingekommen sind. Jupp. Wir sind wieder am Anfang. Ach, Aladdin, du bist schon Schnuckel, ne? Du bist schon hübscher Kerl, ne? Ah, schön, diese gute alte PS1-Grafik. Ich liebe sie. Aber irgendwie muss ja hier was sein. Es kann ja jetzt nicht sein, dass hier gar nichts ist. Wahrscheinlich hier rüber. Hier ab. Habe ich mir nämlich schon fast gedenkt. So, hier mache ich mal ein Save. Und zack, zack. Ja, jetzt kommen so langsam die Passagen. Da muss ich mich, ja, da träumst du, Wishes, dass du das schaffst. Da muss ich mich jetzt so langsam auch mal konzentrieren. Das wird wahrscheinlich mehr Sinn machen. Ich gehe jetzt erstmal hier unten hin. Metzel hier Mr. Käfer ab. Komm mal her, Mr. Käfer. Ich habe da auch noch kein Konzept hinter verstanden, wie diese Käfer funktionieren. Manche rennen dir komplett freiwillig ins Schwert hinein. Da brauchst du echt nur Viereck preschen. Und andere, du, die machen da hier Michael Jackson Konkurrenz mit ihrem Moonwalk. Keine Ahnung, wie die programmiert sind. Wow, ist wahrscheinlich von Art zu Art verschieden. Ich bin aber auch kein Scarabeus-Meister. Also von daher ist das auch nicht meine Aufgabe, das zu wissen. Hopp, hopp, komm jetzt hier hoch. Zack, zack, zack. Sorry, Leute, wenn ich gerade wortkack bin, aber um eure Lebenszeit und meine... Oh, ich hasse sowas. Ich mag das nicht, vor allem wenn die blöde Kamera nicht mitspielt. Dann muss man hier wieder ins Blinde hineinspringen. Hopsala, hopsala. Oh, mit Steuerkreuz ist es, glaube ich, gar nicht möglich hier. Hopp, hopp, hopp. Och, Kollege, was soll das denn? Ohne Witz, das haben sie mit Absicht so gemacht. Ich mache jetzt vielleicht da oben mal eben safe. Wir quatschen gleich weiter, Freunde. Wir kommen gleich wieder zurück zum Thema. Auch wenn ich es mittlerweile wieder vergessen habe. Lasst mich aber eben den Sprung hier einigermaßen hinbekommen. Hoppala! Ja, wunderbar. Das ist natürlich wieder typisch. Ein ungeschliffener Diamant. Das ist mal wieder typisch, dass wenn ich dann auch speichere, ich es dann auf Anhieb hinbekomme. So! Wunderbar. Wieder festen Boden unter den Füßen. Aua! Ich bin gern Spider-Man, Alter. Ohne Scheiß. Sind das jetzt eigentlich Spinnen oder sind das Skarabäen? Ich würde jetzt einfach mal sagen Skarabäen. Könnten aber auch Spinnen sein. Aber ich finde, sie sehen viel Skarabäen-likiger aus. Wahrscheinlich sind Skarabäen im Indirekten auch Spinnen. Ich nix wissen. Wie gesagt, ich kein Ägyptologe. Ich kein Arachnologe. Gibt's das? Ein Typ, der sich mit Spinnen beschäftigt, Mann. Komm her hier. Haben wir schon wieder so einen Moonwalk-Typen. So, Jago, statt hier dumm rumzuchillen und nur meine Kontrollpunkte zu speichern, könntest du mir eigentlich auch mal helfen, mein Bester. Und zwar mir sagen, wie ich da rüberkomme. Ach, wahrscheinlich mit dem Spinnennetz. Ich danke dir. Oha. Oha. Eine riesige Statue. Oha, das sieht mir ganz nach einem Rätsel aus, Freunde. Kokosnüsse? Der Aladdin hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss geklaut. So, ein ungeschliffener Diamant, Diamant. Ich habe mir übrigens jetzt auch vorgenommen, diese Woche mir nochmal die drei Filme anzuschauen. Wird mal wieder Zeit. Ich denke mal, wir müssen hier die Kollegen mit Nüssen füttern. Bitteschön? Da krieg ich doch... Alter, hat der mir die zurückgeschmissen? Ist die Reihenfolge relevant oder was?
Okay, dann zuerst du. Mhm. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich... Analogstick. Bisschen besoffen, unser guter Aladdin heute. Meine Güte, ey. Ja, das ist reihenfolgenbedingt. Alles klar. Ja, klar. Affentheater. Ich understande das. Hahaha. Gibt's hier jetzt eine Möglichkeit, hier abzukürzen, oder müssen wir den ganzen Scheißweg wieder zurücklatschen? Bitte nicht. Ist hier was? Ist hier was? Ist hier was? Nein, hier ist nichts. Ja, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Ja, latschen ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern zurückspringen. Aber ist okay, komm ich schon klar. Meine Güte. Mittlerweile haben wir es ja geübt. So, ist hier sonst noch irgendwie was in der Höhle? Nee, scheint dem nicht zu sein. Alles klar. Dann fallen wir gekonnt runter. Und können uns den ganzen Weg wieder nach oben bewegen. So, zack. Zack. Kamera. Kamera. Wow. Kamera. Kamera. Ich bin ein bisschen wackelig auf dem Bein. Aber halt. 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 Wie soll ich denn jetzt? Halt. Ach so. Ach so. Als ob der das schafft. Okay. Jetzt bin ich überfragt. Schafft er das? Wie du hier Pixelarbeit jetzt gerade leisten musst. Ich hab's doch gerade gebacken bekommen. Ich glaub zwar nicht, dass das so gewollt ist. Wenn doch, dann erwarten die ein klein wenig zu viel von dem Kinderspiel. Nee, ich glaub, du musst das echt von der... von dem zweiten Spinnennetz her schaffen. Das müsste aber eigentlich funktionieren. Da spricht jetzt erstmal nichts gegen. Leute, guckt euch das an. Das ist doch nicht deren Ernst. Ohne Scheiß. Was zum Geier. Kamera. Kamera. Oh, der Kameramann, der ist vollkommen besoffen, Alter. Hätten sie Lakito dafür einstellen müssen. Och, Mann, oh. Du musst hier echt gucken, wie du noch ansatzweise ein bisschen Entfernung gewinnen kannst bei den Spinnennetzen. Ich glaube, hier bin ich jetzt gerade an der Grenze. Ich mache jetzt hier mal gerade safe. Alter. Das macht keinen Sinn. Aber okay, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Wushes hat's geschafft. So, zack. Ja, wow. Ja, wow ist genau das richtige Wort, was du suchst, mein Bester. So, jetzt aber. So, ist einfacher, direkt von hier oben aus darüber zu kommen. Bin ich jetzt wieder zurückgesprungen? Nee, bin hier richtig, oder? Ja, Orientierungswushes wieder am Start. Alles klar. Meine Fresse, Alter. Und das alles nur, damit Opa uns da oben den blöden Stein wegräumt. Blöder Benjamin. Ernsthaft, ey. So, nee, hier sind wir hergekommen. Wir müssen wieder ganz nach oben. Und ich sehe auch wieder, dass wir hier eine Menge Münzen wieder vergessen werden. Ah, hat er schon gemacht. Zu erzählen hat er gar nichts mehr. Okay, gut. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, was er jetzt da... Wow, Schildkröte. Na, 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 Ninja. Ninja Turtles. Yeah. Ich kann ansatzweise erahnen, was ihr von mir wollt. Komm ich da... Warum komme ich da nicht hin? Da ist... ja. Nein, ich will da nicht runter. Hier Ratten! Nö. Sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. So, komm her hier. Ja, Leute. Oh, Leute. Jetzt wird's hier sehr Jump-and-Run-lastig. Den Palast, den haben sie sehr rätselbasierend gemacht. Aber hier... Was? Hab gar nichts gemacht. Hat mich die Schildkröte runtergeschmissen. Hier haben sie es jetzt. Ah! Leck mich, Alter. Ich gehe nach Hause. Oh Gott! Ohne Witz. So, jetzt aber. Ich muss rüberspringen, wenn die... Och, Mann! Ist das fies! Dumme Nuss. Hat die gar nichts getan. Kamera! Komm schon. Was zum Geier? Das ist sau schwer, Mann. Ohne Scheiß. Das sieht wahrscheinlich voll einfach aus. Und ihr sitzt da und denkt euch so... Wishes, was tust du da? Was
zum verfickten Geier tust du da? Das muss ich auspiepen. Was zum vernetteten Geier tust du da? Aber es ist echt scheißen schwer, weil du L in seiner Sprunggeschwindigkeit nicht beeinflussen kannst. Und er, der hat null Agilität in der Luft. Wenn er einmal gesprungen ist, dann könnt ihr da nichts mehr dran ändern. Und ihr seht ja selber, was für einen Parkinson-Patienten der Gute ist. Das hier siehst du alles hier jetzt nicht. Du kannst doch keinem Menschen erzählen hier. Vor allem die Kamera. Die verdammte Kamera. Oh. Wie haben Sie Ihr Wochenende verbracht mit Schildkröten surfen? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sie haben es richtig gemacht. Sie wissen, wie man lebt. Vor allem, dass sich die blöde Kamera dann immer wegdreht. Ey. Ich wollte gerade sagen, verarscht mich jetzt nicht. Boah, wenn du das ohne Safe States machst, ne? Oh, da wirst du ja zum Tier bei. Jetzt verstehe ich, warum. Das ist so gemein, das ist ein Genie-Groschen. Nein! Nein. Oh, Leute, könnt ihr doch nicht bringen. Wenn du das ohne Safe States machst, da kann die Geduld aber schnell verschwinden. Also das glaube ich gerne. Das glaube ich sehr, sehr gerne. So, jetzt aber. So, da kommt Mr. Schildkröte. So, zack. Und Genie-Groschen. Das ist so unfair, da einen Genie-Groschen hinzupacken. Damit er auch ja wieder runter muss. So. Aber wir haben es einmal geschafft. Da, die Schildkröte. Boah, boah, Leute, Pixelarbeit. Pixelarbeit. So, hier rüber. Ah, mal wieder ein bisschen kämpfen zur Abwechslung. Zack. Sichlor. Zack. Hör mal zu, Kollege. Komm, jetzt kreuz mit mir hier vernünftig die Säbel hier. Das Publikum will was sehen. Zack. Der guckt gerade so, wie ich gerade geguckt habe, als ich probiert habe, diese scheiß Spinnennetze hochzukommen. Genau so. Das ist genau mein Blick. Für die Leute, die sich immer fragen, wie ich wohl bei solchen Stellen gucke. Genau so gucke ich auch. So, das war's. Mich ärgert das immer noch, dass wir so viele... Mich ärgert das immer noch, dass wir so viele Münzen... Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich... Komm her hier! Das ist doch schon wieder scheiße. Irgendwann habe ich doch schon wieder übersehen. Kann ich den vielleicht... Kommst du her hier? Nee. Ist er sehr, sehr unbeeindruckt. Ich habe so das Gefühl, dass wir wahrscheinlich von der violetten Schildkröte direkt auf die grüne springen müssen, ne? Kann das sein? Passt das von der Entfernung? Ups, sind jetzt kaputt. Ups, ich komme nicht mehr hier raus. Okay. Was passiert? Oh. Oh, warte eben. Keine Ahnung, was das jetzt war. Jetzt fängt es hier an, langsam, echt tricky zu werden. Ach, das gibt's doch alles nicht. Ich weiß nicht, ob die Entfernung... Ah, was soll das denn? Ohne Witz, ich halte ganz normal den Joystick nach vorne. Ich weiß nicht, warum... Ich hab's geschafft. Ich hab's... Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Wo ist die Violette? Komm, nein, bitte... Nein. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh nein, wer hat das programmiert? Oh, der Wishes freut sich, wenn es hier tricky wird. Mhm. Der wird richtig Spaß in der Backen haben. Ach du Scheiße. Nein, ey, ohne Witz jetzt, ne? Alter. Och, Ariel wollte ich gerade sagen. Nee, falsches Universum. Ariel würde das schaffen. Ah, nein! Oh Mann, halt doch mal die Füße still, verdammte Axt. Ernsthaft, ey. Nein, spring! Spring! Spring, verdammte Lampe! Ja, ich wollte Shit sagen. Oh Mann! Oh, diese Steuerung, ne? So, wir machen das jetzt anders. So, warten, 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 warten. Safe.
Ist das euer Ernst? Ich wollte gerade sagen. Oh, ist das fies, Alter. Alter, ist das fies. Ey, ohne Witz. Ich werd dir gleich... Hör mal, macht mich hier jetzt nicht zum Abu. Och Leute, spring doch. Was läuft denn falsch mit dir? Ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf. Safe, 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 safe. Ich bin drauf. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Ich bin drauf. Nie wieder. Nie wieder. Oh Gott, ich wollte gerade sagen. Ja, geschafft. 7 Gegner, sind nicht viele gewesen. 30 Münzen und wir haben... Alle. 2 Groschen. Ja, 100%. Geil. Gut, Freunde. Dann verhökern wir jetzt nochmal eben kurz die Groschen. Ja, okay, gut. Es wird langsam ein bisschen, ein bisschen unangenehmer, sagen wir es mal so. Aber ist okay, wir haben es jetzt geschafft. Gut, ich habe es mit Safe States gemacht. Gut gemacht. Was kriege ich für die 3 Lampen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, und? Extra Runde. Ah, extra Continue. Oder eine extra Runde hier beim Minispiel eigentlich. Habe ich jetzt bis jetzt nie drauf geachtet. Hatten wir die Lampen schon mal? Ich habe keine Ahnung. So, ich will mal 3-mal Nasira haben. Ich will mal wissen, ob mir da Leben abgezogen werden. Ja. Danke dafür, Jimmy, ne? Du bist ein guter Freund, mein Bester. Ich verliere und du lasst mich aus. Ist nicht so geil. Oh, Al, du hast 60 Sekunden, um 100 Münzen zu sammeln. Auf die Plätze, fertig. Stopp! So, auf geht's. Ach du Scheiße. Wir wissen ja immer, wie gut ich mich in den Bonusspielen anstelle. Das scheint aber... Hopp, hopp, hopp. Ich konzentriere mich jetzt gerade ein bisschen, damit das hier nicht wieder so eine Safe-State-Orgie wird, wie bei Jasmins Skateboard-Minispiel. Das ist jenseits von gut und böse, Freunde. Gerade diese Sprungpassagen. Hopp. Hopp. Wir müssten es gleich haben. Ja, okay, gut. Also das war jetzt machbar. Du hast einen wertvollen blauen Genie-Edelstein gewonnen. Sehr schön. Binden. Und die 100 Münze. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Freue ich mich. Weiter. Dann lasst mich nochmal eben speichern. Und ich sag schon mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dann auch wieder dabei, wenn es weitergeht mit Naziras Rache Aladdin auf der PlayStation 1. Ich hab Spaß. Mir macht das Game Bock. Haut da rein. Euer Wishes.